US-Vizepräsidentin Harris hält es für dringend geboten, ein neues Abkommen zur Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas auf den Weg zu bringen. Das teilte das Weiße Haus in Washington nach einem Gespräch zwischen Harris und dem israelischen Minister Gantz mit. Demnach bezeichnete die Vizepräsidentin Israels Haltung zu den laufenden Verhandlungen über ein Abkommen als konstruktiv. Harris forderte zugleich die Hamas auf, die Bedingungen zu akzeptieren, die im Gegenzug für eine Freilassung von Geiseln, eine sechswöchige Feuerpause und eine Ausweitung der humanitären Hilfe im Gazastreifen vorsehen.